Die Tagebaurandgemeinden von Garzweiler II schließen sich zusammen. Mönchengladbach, Erkelenz, Jüchen und Titz grenzen mehr oder weniger unmittelbar an den Rand des Tagebaus Garzweiler II an. Gerade im Randgebiet muss sich die Bevölkerung mit Belastungen durch Staub, Lärm und Licht, dem Verlust des Hinterlandes und mit vielen wirtschaftlichen Nachteilen wie den sinkenden Immobilienpreisen auseinandersetzen. Daher bildeten die Bürgermeister der vier Städte und Gemeinden verschiedene Arbeitsgruppen, um Belange und Forderungen dem Land- und dem Bergbaubetreiber RWE gegenüber besser zu formulieren und aufeinander abstimmen zu können. Die Fachleute sollen diese Themen vertiefen, zusammenstellen, priorisieren und das zurückspielen. Und jetzt sind wir in dieser Situation, dass alle vier Bürgermeister jetzt diesen Startimpuls geben können, um hier gezielt und strukturiert weiterzuarbeiten. Um die Dorfentwicklungsplanung und Feinstaubmessung zu bezahlen, müssten die Tagebaurandgemeinden tief in die Tasche greifen. Daher erhoffen sie sich weitere finanzielle Hilfen von Land- und dem Bergbaubetreibenden. Wie attraktiv kann eine solche Ortslage am Rand des Tagebaus aufrechterhalten werden, damit Menschen weiter hinziehen? Da kann man auch über ein gemeinsames Konzept nachdenken. Und dieses Konzept zu entwickeln, könnte auch durch ein Planungsbüro oder durch einen Landschaftsplaner begleitet werden. Und wenn der noch von RWE oder dem Land bezahlt wird, dann hätten wir so eine erste Forderung vielleicht sogar schon umgesetzt. Im vergangenen Jahr kamen Gerüchte um ein vorzeitiges Ende von Garzweiler II auf. Für diesen Fall fordern die Randgemeinden, dass RWE sich dennoch um die dann anstehende Entwicklungsplanung kümmert und sie finanziell absichert.